Hey Leute, Graf Darko hier und ich begrüße euch. Heute war ich mal wieder auf dieser komischen Plattform unterwegs, die sich YouTube.com nennt, wo man so viele verschiedene Videos findet. Und ich habe mir da ein ganz besonderes Exemplar, sag ich mal, rausgesucht, wo ich der Meinung war, dass das ziemlich interessant ist, wenn ich das mal kommentiere und euch mal ein bisschen so meine Sicht der Dinge mal so schildere. Und ich will gar nicht vorweg sagen, was für einer ist, weil ihr seht es im Titel, ihr wisst ganz genau, worum es geht. Und ich glaube, weitere Erklärungen sind eigentlich überhaupt gar nicht mehr nötig. Also starten wir einfach mal den ganzen Spaß hier. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist René von The Talking Pegasus. Und heute habe ich mir wieder gedacht, ich werde mal wieder so Kommentare beantworten, aber diesmal nicht bewusste Kommentare. Das heißt, ich werde mir jetzt random irgendwelche Kommentare hier von meinem Kanal hier raussuchen und sie beantworten. Also als erstes habe ich mir gedacht bei dem Typen, oh mein Gott, der sieht ja gar nicht so aus wie ein Brownie. Nein, der sieht eher aus, als wäre er ein 15-jähriger, vorpubertierender Jüngling. Ich weiß nicht so genau, aber als erstes, ich weiß nicht, wie alt der Junge ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich dachte mir nur, hey, er hat einen Greenscreen. Warum nutzt er den denn eigentlich nicht? Verdammte Scheiße. Ich würde mir einen Arsch aufreißen. Ich würde mir den Arsch freuen, wenn ich so ein Ding hätte. Bin ich ganz ehrlich zu euch, Aber nein, okay, gut, René. Hallo und grüß Gott. Vinyl Dash schreibt, die Worte Internetniveau in einem Satz? Ich sehe, du bist neu hier. Darf ich dich herumführen? Wäre nett, wenn du mich rumführst. Ich habe neulich das Klo nicht gefunden. Ich glaube, ich habe in eine Umkleidekabine geschissen. Ich kenne mich hier im Internet nicht so aus. So 4 Jahre im Internet, da kennt man sich einfach nicht aus. Ich glaube, das war nicht meine Umkleide. Was zum Fuck soll eigentlich dieser komische Jump Cuts, der die da die ganze Zeit macht? Die sind teilweise extrem sehr komisch und ein bisschen sehr unübersichtlich und ein bisschen sehr, sehr komisch. Und was zum Fuck labert der? Umkleidekabine geschissen? The fuck? Manskatei Kartoschkick. Manz schreibt, was hältst du eigentlich von DJ Bronies wie Glatze oder The Living Tombstone und mehr? Wenn ich ganz ehrlich bin, so wie der den Namen gerade ausgesprochen hat, finde ich das ein bisschen ungerecht dem Fan gegenüber, der da tatsächlich kommentiert hat. Ich finde, wenn man sich, wenn ein Fan tatsächlich sich die Mühe macht, einen Kommentar zu schreiben und man versucht, den vorzulesen, sollte man tatsächlich versuchen, den Namen des Fans auch korrekt auszusprechen. Das finde ich ein ganz klein wenig beschissen von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. AD schreibt, René, wann kommt wieder Alien Isolation? Doppelpunkt 3. Alien Isolation habe ich ja pausiert auf meinem Let's Play-Kanal. Ich werde das auch demnächst wieder aufnehmen. Das Problem ist nur, ich habe seit letzter Zeit nicht so riesen Lust, weil wenn ich ein Horrorspiel Let's Player, dann möchte ich richtig Lust haben, mich nicht in das Horror zwingen. Ich habe das Let's Play aber nicht vergessen. Ich habe eh vor, dass ich es irgendwann wieder auf... Und schon wieder dieser Jump-Cut. Ah, schon wieder. Nee, ohne Scheiß, das spielt ein Horror-Game. Wie alt ist der? Ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, konnte aber auch nichts finden, muss ich dazu ganz ehrlich sagen. Er spielt echt ein Horror-Game. Er spielt echt Alien Isolation. Ich bin ehrlich gesagt etwas überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, für Alien Isolation braucht man, glaube ich, nicht sonderlich viel, Skill, so wie ich das mitbekommen habe. Also ich habe das Game selber nie gespielt bisher, aber ich habe das auch schon von anderen gehört, dass es nicht wirklich was Besonderes ist. Trotz alledem muss ich dazu sagen, alter Verwalter, mit 15 oder 16 Alien Isolation spielt, okay, meinetwegen, die Jugend von heute, sage ich nur, die Jugend von heute. Fifi Play Z schreibt, sieht übel nice aus, ich wünschte, ich könnte so zeichnen, Doppelpunkt, Klammer zu. Benutzt du ein Zeichentablet? Wenn ja, welches? Ich benutze... Ein Kabelsalat? Nee. Ich benutze ein Bamboo Wacom Zeichentablet. Habe ich vor 3 Jahren oder so, 3, 4 Jahren einmal zum... Was war das? Zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinen Verwandten. Willkommen, meine Damen und Herren, bei dem Brony OC Fan Character Starter Paket. Wacom Zeichentablet. Ja, natürlich. Was habe ich eigentlich auch anderes erwartet? Bin ich bescheuert? Ich habe nichts anderes erwartet, Leute. Ganz ehrlich. Das hat, glaube ich, so ziemlich jeder Brownie, der irgendwelche OC-Kacke, Scheißdreck da macht. Und ich glaube sogar, nicht nur die, auch so ziemlich jeder, der irgendwelchen Sonic-OC-Blödsinn macht. Im Grunde sind die sich ganz schön ähnlich. Fällt mir gerade so auf, nur nebenbei. Ist trotzdem vielen Jahren und trotz emotionalen Handlungen durch Zeichnungen, die nicht geglückt sind, funktioniert das immer noch gut. Ich muss mir nur einen neuen Stift kaufen. Nur so ein Stift kostet leider nur 30 Euro und deswegen muss ich noch mit diesem angenagten, in der Mitte durchgebrochenen Zeichenstift auskommen. Aber funktioniert immer noch perfekt. Moment.
Emotional? What the fuck? Hat der gerade irgendwie sein... ich will gar nicht wissen, was der mit seinem Tablett gemacht... mit seinem Zeichentablett gemacht hat. Und der kaut an diesem Stift die ganze Zeit rum, dass an diesem Zeichenstift, den man da halt dafür benutzt. Da denke ich mir, wow, also ich verstehe nicht so ganz genau, wie man mit solchem, ich sag mal, teurem Equipment so umgehen kann. Ich meine, der Stift gehört ja dazu. Der ist ja irgendwie so mit dem Connected oder so. Ich habe selber so ein Zeichentablett, ehrlich gesagt nicht, weil ich selber nicht zeichne, ne? Aber ich weiß ganz genau, dass so ein Kram ziemlich teuer sein kann. Wie er auch erzählt hat, dass so ein Teil, wie viel? 80 Euro, 30 Euro gekostet hat? Oder kosten wir so einen Stift alleine dafür? Da denke ich mir, oh, und dann kaufst du da einfach so an so einem Ding rum, was, keine Ahnung, so viel Wert hat. Also, das ist ein klein wenig, ja, wie soll ich sagen, es war ein Geschenk. So würde ich es also nicht beschreiben. Und problemlos, man kann auch manuell auf Touch umstellen alles. Und außerdem bin ich sehr zufrieden und ich weiß nicht, wie viel er kostet. Das, wie gesagt, das ist ein Geschenk. Und Amazon-Preise, die sind auch nicht immer die Amazon-Preise stimmen auch nicht immer. Luna Schimmer hat geschrieben, wann kommt wieder ein Rainbow Factory Video? Rainbow Factory ist der gleiche Fall wie bei Alien Isolation. Ich hab's nicht vergessen. Die Lust ist nur nicht da. Und bei Hörbüchern ist es noch ein bisschen, besser gesagt bei Hörspielen, ist es noch ein bisschen komplizierter bei mir, weil da muss wirklich hundertprozentig die Lust sein. Mein Hals darf nicht verschleimt sein. Ich brauche die Motivation, weil ich tue ja nicht nur rein sprechen. Ich muss ja auch versuchen zu schauspielen. Ich muss die Stimmen reinmachen. Da muss ich noch die Soundeffekte reinmachen, die Musik reinmachen. Es dauert ein wenig, bis man einfach die Lust für diese ganze Arbeit hat. Aber wenn ihr jetzt das letzte Rainbow Factory Video jetzt von mir anschaut, es hat sich doch gelohnt, oder? Ich finde, schauspielerisch war ich nicht schlecht. Jump Cuts schon wieder, da denke ich mir, nein, nicht wirklich. Rainbow Factory, war das nicht dieser komische, kranke, brutale, Brownie-Pony-Scheiß-Blödsinn? War das nicht das? Ich weiß nicht mehr. War das nicht das mit diesem, Ich glaube, ich habe das irgendwann mal gesehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil irgendein Brownie mal gesagt hat in irgendeinem Forum, oh mein Gott, das ist voll krank, ich kann das nicht ansehen. Oh, das tut mir ja so weh in der Seele. Und der Junge macht ein Hörspiel daraus oder sowas? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe seinen Kanal nicht wirklich angeschaut. Ich habe nur dieses Video gesehen und habe mir gedacht, meine Güte, dieser Titel ist so Clickbait, das muss ich mir ansehen. Aber gut, okay. Ich würde auf jeden Fall sagen, oh nein, guckt es euch bloß nicht an. Bitte. Ein bisschen zu emotional, glaube ich, an gewissen Stellen. Aber ich glaube, schauspielerisch war es nicht schlecht, oder? Moment. Jetzt kommt es mir gerade erst. Ist das nicht eigentlich eine Serie, wo hauptsächlich nur Frauen oder weibliche Charaktere sprechen? Jetzt kommt's mir erst. Und in Rainbow Factory kommt doch gar kein männlicher Charakter vor. Und ist er wirklich dabei, alle Charaktere selbst zu sprechen? Also als eine Art Hörspiel oder Hörbuch oder sowas? Das ist ja schon wieder irgendwie... Ah, keine Ahnung, so nichts Halbes und nichts Ganzes. Da denke ich mir, nein, das, in einem Hörspiel ist es sowieso was Ganzes. Witzigerweise hatte ich das zufälligerweise in meinem Synchronsprecherunterricht gehabt. Da hatte ich nämlich auch das Thema Hörspiel. Und das Lustige daran ist, dass ein Hörspiel tatsächlich auch beinhaltet, dass andere Sprecher in einem Hörspiel zu hören sind. Also wenn er tatsächlich diese ganzen Rollen selber übernimmt, dann ist das auf eine Art und Weise irgendwie beeindruckend. Aber auf eine andere Sache ist das auch wieder falsch, weil ein Hörspiel etwas anderes beinhaltet als das, was er da tut. Hugo Hopser schreibt, cooles Video, hätte nie gedacht, dass du selber zeichnest, bin beeindruckt. PS, welche Sexualität hast du eigentlich? What the fuck? Welche Sexualität hast du eigentlich? Fragt er das gerade eiskalt wirklich? Hat er das tatsächlich direkt gefragt? Der Typ da, der das, kommentiert hat, da denke ich, wow, ist ja heftig, der ist echt krass drauf, der Typ, also muss ich jetzt ehrlich sagen, der ist ja echt krass drauf, aber okay, ich bin auf die Antwort gespannt. Sehr plötzliche Frage und sehr direkt, ich mag das zum Teil ist es jetzt ein bisschen, wow, ich bin unentschlossen. Nee, ich bin, was Sexualität angeht, eher so der unentschlossene Typ, also mehr im Bereich hetero, also ich habe einfach mehr so das Interesse an Frauen, aber... Ich bin so einfach der Einstellung, niemand kann für sein Leben direkt sagen, was er ist für eine Sexualität, weil im Laufe des Lebens verändert man sich, der Körper verändert sich, der Geist verändert sich, Interessen verändern sich. Deswegen glaube ich nicht, dass man für sein gesamtes Leben entscheiden kann auf einen Moment, was man für immer sein wird oder was man für immer ist.
Da spricht der Brony-Philosoph. Aber voll und ganz, oder Leute? Ich meine, ich kann beim besten Willen nicht verstehen. Er redet von Erfahrung, von Veränderung des Körpers, von Veränderung des Geistes und sieht aus, als wäre er vielleicht gerade mal 15 oder so. Da denke ich mir, wow, du hast wahrscheinlich schon extrem viel in deinem Leben erlebt. Da wette ich mit dir, auf jeden Fall, Junge. Und dann kommt er mit der Aussage, ja, ich bin unentschlossen, weil ich nicht weiß, ob ich hetero bin. Ich bin zwar interessiert an Frauen, aber ich weiß ja nicht, weil sich ja so viel verändert, bla bla bla, weil sich die Lebenssituation verändert, bla bla bla. Gott, das ist wahrscheinlich schon wieder mit anderen Worten, ja, ich wäre zwar auch schwul, wenn ich keine anderen Weiber, wenn ich keinen Vibe abkriegen würde, aber eigentlich stehe ich hauptsächlich auf Weiber. Das ist so ziemlich das, was ich daraus raushöre. Oder was meint ihr? Es gab oft Geschichten von Männern, die hetero waren, aber im Laufe ihres Lebens sich geoutet haben als homosexuell. Und deswegen finde ich, ich bin einfach der unentschlossene Typ. Also ich habe einfach das Interesse an Frauen, aber ich denke mir, wenn ich mir jemals in meinem Leben mich in einen Mann verlieben würde, wäre es halt so. Aber deswegen würde ich mich nie direkt als hetero bezeichnen. Ich bin einfach ein Mensch und niemand kann für sein Leben genau sagen in einem Moment, was jetzt für immer sein wird. Weil es gab auch wirklich oft Fälle von homosexuellen Männern, auch homophoben homosexuellen Männern, die ihr gesamtes Leben dachten, sie haben nur Interesse an Frauen, aber im Laufe des Lebens in einem Moment wussten, sie gehören zum, sie sind vom anderen Ufer. Ich will gar nicht wissen, was für Kerle der noch so kennt, bin ich ganz ehrlich. Wenn er sagt, von homophoben, homosexuellen Männern, da denke ich mir, was? Das ist ja wie bei South Park in der einen Folge, wo der Big Gay R als homophob bezeichnet wurde. Das ist so ziemlich fast dasselbe. Ich denke mir, what the fuck, was labert der eigentlich für einen verdammten Bullshit? Alter, wenn ich mir denke, was soll der Scheiß eigentlich, dann denke ich mir, nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht existieren. This isn't happening, denke ich mir bei der Geschichte. Nein, Leute, ich kann dazu nichts sagen. Es tut mir leid, es ist furchtbar. So, das war's mal wieder mit einem Kommentare-Beantworten-Video. Wenn ihr auch mal vorkommen wollt in den Kommentaren oder wenn ihr mir Fragen stellen könnt, könnt ihr hier in dem Video in die Kommentare alle Fragen reinstellen, die euch einfach so einfallen. Ich habe Zeit und Geduld. Ariane wird euch zeigen, was die letzten Videos waren. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen, ciao und ich habe mir die Haare geschnitten und die Sonne brennt mir ins Gesicht. Wow. Okay, was sollte diese Überblende, diese Schwarzblende in sich selbst rein? Finde ich ehrlich. Okay, das ist aber egal. Nein, ich will nicht kommentieren. Nein, ich habe keine Frage. Und warum ist er, warum habe ich den Titel Rechtsradikaler Brownie genommen? Warum wohl? Ich zeige euch mal das Outro-Bild. Ja, also das ist kein Scheiß, das ist wirklich das Outro-Bild von ihm und da dachte ich mir, wow, what the fuck, also übertreib mal, Junge, ich finde das ein bisschen heftig, bin ich ganz ehrlich. Das ist auf jeden Fall der, ja, ein ziemlich erbärmlicher, rechtsradikaler Brownie, der über seine Sexualität redet und ich bin raus aus dem Scheiß, oh Gott, ich hätte diesen Kack niemals anfangen dürfen, aber jetzt habe ich es beendet und jetzt habe ich es gemacht und mach's so aus der Ende, scheißegal. Das war alles von mir. Ich bin Graf Darko. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst es abonnieren nicht, falls ihr das nicht schon getan habt. Und falls ihr noch weiter an andere Idioten findet, die da draußen im Internet irgendwelche Scheiße produzieren, dann sagt's mir doch einfach. Schreibt's mir in die Kommentare. Postet mir eine PN oder was auch immer. Ich will Stuff haben, Leute. Ich will mehr von dem Sheet. Auf jeden Fall. Ich gebe es mir und ich sage euch was davon, was ich davon halte. Und in diesem Sinne, macht's gut und auf Wiedersehen.